Hast du gewusst, dass viele Lebensmittel bei uns gar nicht gegessen, sondern weggeworfen werden? Eine riesige Menge landet in Österreich jedes Jahr im Mistkübel. 157.000 Tonnen. In Wien wird Tag für Tag so viel Brot entsorgt, wie in Graz gegessen wird. So werden nicht nur wertvolle Lebensmittel verschwendet, sondern auch Wasser, Boden und viele Rohstoffe. Die Energie, die zur Herstellung unserer Lebensmittel und ihrem Transport ins Geschäft verbraucht wird, geht ebenfalls verloren. Höchste Zeit also, etwas gegen die Lebensmittelabfälle zu unternehmen. Zum Beispiel sollten wir nur das einkaufen, was wir auch rechtzeitig verbrauchen können. Zuerst kontrollieren wir unsere Vorräte, bevor wir eine Einkaufsliste schreiben. Es ist wichtig, Lebensmittel richtig aufzubewahren, damit sie nicht verderben. Die meisten Obst- und Gemüsesorten bleiben länger haltbar, wenn sie im Kühlschrank aufbewahrt werden. Wenn man etwas länger aufheben möchte, zum Beispiel Fleisch, kann man es auch einfrieren. Brot wird am besten in einer Brotdose gelagert. Wenn Lebensmittel doch einmal übrig bleiben, muss man sie trotzdem nicht wegwerfen. Aus sehr reifem Obst könnt ihr Kompott machen, aus Gemüse eine Suppe kochen. Restliche Nudeln können für einen guten Auflauf verwendet werden, altes Brot für Knödel. Es gibt viele tolle Rezepte zum Ausprobieren.